Weiter geht's mit Pokémon Kolosseum. Und dieses Mal werde ich das Ganze nochmal machen. Also diesmal gegen den dritten Endboss. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Deep King ist, aber ich denke, es ist noch nicht der Deep King. Okay, das ist nur so ein Typ. So eine Trainerklasse. Ich dachte schon, das ist irgendwer Besonderes. Das ist nur ein Bodybuilder. Okay, jetzt kann ich ausbieten. Er hat ernsthaft einen Macholo. Oh mein Gott. Die ist schon klar. Die ist schon klar, in welchem Level wir mittlerweile sind, oder? Mag sein, dass du nicht tauschen kannst oder so. Aber mach's doch wenigstens für den Mashok. So, ich habe nichts gesagt. Er will anscheinend, dass seine Pokémon sich voneinander abheben. Da ist ja die Queen schon mal ein Stück voraus. Was? Warum ist das Teil jetzt vergiftet? Okay. Warum auch immer. Und wer hat jetzt Toxin eingesetzt? Wenn ich das richtig gelesen habe. Ich muss zugeben, die Gegner sind nicht die besten. Und diesmal ging der erste Kampf noch schneller vorbei. Okay. Diesmal sogar unter 2 Minuten. Von der Videolänge. Und Kampf 2. Wer ist das? Cowboy. Oder Cowgirl. Die Cowgirl? Rider, okay. Wäre sonst ziemlich lustig gewesen. Wigglytuff. Mache ich einfach so. Das wird wohl das Beste sein. Luffy. Ja. Ein Weimer und ein Donphan. Das könnte jetzt sogar interessant werden. Wie viel? Lol. Wenn es jetzt kein H2U-Absorber hat. Oh mein Gott. Was passiert hier? Was passiert hier? Dieses Team ist unschlagbar. Morlot und Psyana. Jetzt schon im Halbfinale nach 3 Minuten. Gegen irgendeinen komischen Forscher. Okay. Klingt interessant. Researcher. Müsste das nicht im Pandir-Café sein? Ich glaube, ich mache zu viele Mystery Dungeon-Anspielungen, kann das sein? Mal sehen, was er jetzt hat, Granbull. Granbull sieht irgendwie komisch aus. Ja, okay, jetzt reicht mir die Mystery Dungeon Anspielung. Und tschüss. Und der setzt kein neues Pokémon ein, leider. Jetzt hätte ich das auch noch mit besiegen können. Ach nee, er ist schon tot. Er ist schon raus. Er hatte nur 3 Pokémon. Und schon bin ich im Finale nach 5 Minuten. Und zwar gegen Venus. Yep.
Nur, wenn die sich so dreht, dann leckt das irgendwie. Blizzy. Okay. Die hat mich auf jeden Fall gekriegt mit ihrem Lied. Ich könnte höchstens... Ja, das ist das, was ich mache. Es sieht natürlich fast nichts ab, aber... Es ist auch ein... Aethera. Reicht das? Ich weiß es nicht. Nee, es reicht nicht. Attract auf. Ja, zum Glück. Ach, Ente hat nicht mal ein Geschlecht. Das ist doch ganz praktisch. Es gab doch irgendein Pokémon, das Attract lernen kann, aber der überhaupt kein Geschlecht hat. Was ist das denn? Ich glaub, dieses Model ist das Versagen von allen möglichen Menschen in der Erdgeschichte zusammengefasst. Okay, mache ich mal das. Hat das Teil sich gerade geheilt? Oder ist es einfach nur so stark? Idiot. Ich weiß nicht, ob es in der nächsten Runde besiegen kann. Das Blizzy. Diese Synchro-Fähigkeit ist echt OP. Aber war total sinnlos eigentlich. So. Jetzt ist es sowieso paralysiert, da kannst du auch rauskommen. Reicht's? Ach, es reicht nicht. Schade. Nein. Auf. Mist. Auf. Ah, Mann. Jetzt kriegt er mich mit den Statusveränderungen. Das ist gemein. Ach, komm. Ach, komm. Ja, war klar. Und noch eine Verwirrung. Ich probiere es einfach trotzdem nochmal. Zumindest bei Nachtara war es keine schlechte Idee. Ich glaube, mit Milotic hat sie noch stimmt. Ja, das wird nichts. Mach es mal so. Vitropumpe. Ja, da bist du leider zu spät dran. Das ist ein Quit, okay. Ja, okay, das kann ich vergessen. Solarstrahl wäre bestimmt One-Hit, oder? Halt, versuche ich einfach mal die Runde auszuhalten. Attract, bitte nicht. Bitte nicht. Nein! Wie viel das einfach abzieht. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich mit Megani gemacht habe. War sowieso irrelevant. Es reicht einfach. Okay, Megani, Solarstrahl,
und Secret Power. Okay, Ice Beam ist one hit. Tschüss. Probier's mal mit Metagross. Meteor-Mash. Kann man mal probieren. Wie es aussieht. Ja gut. Vielleicht noch nicht. Bitte. Ja. Ach, das gibt's nicht. Was ist denn Meteor-Mash? So. Ach, ich weiß, welche Attacke. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt, aber ich weiß hundertprozentig, welche gemeint ist. Na komm. Metagross ist schon ewig auf Level 55. Okay, tschüss Metagross. Und es bleibt auf Level. So, was soll sich mal verbessern? Ich glaube Entei. Okay, jetzt hat es keine volle Leiste. Oder noch keine fast volle Leiste. 4P, 1400. Kannst du es wagen? Diesmal ging das Ganze noch schneller. Ich glaube, es liegt daran, dass ich schlecht overlevelt bin. Shadow Shackle. Shadow Shackle? Ich habe keinen Plan, was das ist. Gibt's irgendwo Settings? Ne, man kann die Animation echt nicht ausmachen. Warum heile ich jetzt? Ja. Das war's mit dem Part und dann bis zum nächsten Mal.